Bitte, junger Mann. Danke, Herr Präsident. Meine sehr geschätzten Damen und Herren, Thema natürlich spannend, aber ich möchte vorher noch zum Gemeindereferenten einen Satz sagen, der gemeint hat, man sollte doch das Bagatellisieren und vielleicht Wegstecken gar nicht erwähnen. Und der Bergführer, der eine Gruppe auf dem Berg führt und das Wetter ist nicht so und es zieht Sturm auf und Gewitter und man geht sehenden Auges trotzdem dorthin, weil, so wie bei der Biefke-Saga, der Tourismusdirektor gesagt hat, so schlimm ist ja das nicht, wir können uns ja wohl dementsprechend ausrüsten. Genau dadurch entstehen die Katastrophen und die Unfälle. Ich warne davor, wenn jemand seriös diese Arbeit machen möchte, auch in den Gemeinden, und da möchte ich den Kollegen Gackl jetzt konkret ansprechen, der sich hier offenbar wirklich als der Sprecher der österreichischen Bürgermeister sieht. Lieber Kollege Gackl, wenn man kann eine Krankheit nicht dadurch heilen, wenn man das Fiebermesser dauernd versteckt. Auch dann wird es irgendwann an den Tag kommen, dass man sagt, okay, es gibt Probleme in diesen Bereichen. Vielleicht hast du das Problem nicht, ich würde es dir wünschen. Du hast halt andere Connection nach Wien. Und wenn der Gemeinde übergeht vor lauter Sonnenschein, dann freut mich das. Fakt ist aber, dass es in den meisten Kärntner Gemeinden nicht der Fall ist. Und so klein kann die Gemeinde gar nicht sein und so groß auch nicht, dass es diese Probleme einfach gibt. Aber darüber hinweg zu fahren, Augen zu und vielleicht durch, das ist eine Philosophie, die ich nicht vertrete. Und du bist 30 Jahre Bürgermeister, das schätze ich sehr. Ich habe auch schon 16 Jahre Bürgermeister, also es ist nicht so, dass die keine Ahnung haben. Es gibt auch andere, die davon Bescheid wissen, wie so, naja, klar, naja, wie so etwas läuft. Gell? Und der Kollege Stauder hat vollkommen recht gehabt. Wir haben im Spital das Problem mit 8 Millionen Sanierungsstraßenkilometer. 8 Millionen und haben kein Geld. Wie soll man denn diese Schere schaffen? Und das war nichts anderes, dass dieser Tagesordnungspunkt, der nichts anders geheißen, Kärntens Gemeinden, haben die eine Zukunft? Das war eine Frage. Es war eine offene Frage, die kann auch mit Ja oder mit Nein beantworten, aber wir haben nicht gesagt, Kärntens Gemeinden haben keine Zukunft. Also das möchte ich schon ein bisschen unterschieden wissen. So, und jetzt kommen wir aber dazu, zum eigentlichen Thema. Seit nun über 8 Jahren wird inzwischen auf Ebene der Kärntner Landespolitik unabhängig, ob Regierung oder Landtag, über die Notwendigkeit eines neuen Kärntner Raumordnungsgesetzes debattiert und sogar zum Teil auch gestritten. Bereits einmal stand diese Novelle ja kurz vor der Beschlussfassung, zu der es aber bekanntlich dann ja auch nicht gekommen ist. Es gibt einen neuerlichen Entwurf, einen neuerlichen Anlauf, der sogar schon mehrheitlich die Hürde des zuständigen Landtagsausschusses genommen hat und wo nur mehr jetzt praktisch die finale Beschlussfassung hier im Hohen Haus stattzufinden hat. Diese heute zu betreffenden Beschluss, komme ich zum Schluss dazu, wie wir uns verhalten werden. Für uns steht völlig außer Diskussion, dass Kärnten ein neues Regelwerk für die Raumordnung braucht. Deswegen haben wir uns ja auch immer wieder eingesetzt mit dementsprechenden Formulierungen und Anträgen und Wortmeldungen, dass es zu diesem neuen Gesetz kommt. Bodenversiegelungen, Zersiedelung, Raumordnung und so weiter, das sind Begriffe und Schlagwörter, die ein neues Gesetz eigentlich lösen müssten bzw. aufgreifen sollten. Der jetzige Gesetzesentwurf geht aber in eine ganz andere, vor allem in eine aus unserer Sicht sehr merkwürdige Richtung. Für uns stellt dieses neue Regelwerk nämlich einen fundamentalen Angriff auf jede Kärntner Autonomie, auf die Gemeindeautonomie. Darüber kann man auch nicht hinwegtäuschen, dass es in den letzten Wochen noch einige Änderungen gegeben hat, vielleicht kleinere Entschärfungen. Die Kärntner Gemeinden, die in Raumordnungsfragen direkt oder unmittelbar betroffen sind, werden durch das neue Gesetz in ihren Kompetenzen und Möglichkeiten und damit auch in ihrer verfassungsgemäßen zugesicherten Autonomie beschnitten und untergraben. Neue Widmungen, punktuelle Widmungen außerhalb der Siedlungsschwerpunkte werden so gut wie möglich, unmöglich gemacht. Solche Regelungen kommen, und das sage ich auch klar, zum falschesten aller Zeitpunkte. Gerade jetzt, nach dieser Situation, in der wir uns alle befinden, lächzt doch jede Kärntner Gemeinde, ob groß oder klein, ich vertrete immer alle, ich bin kein Sprecher der Städte in diesem Lande, möchte ich auch nicht sein, nach Projekten und Vorhaben. Und immer wieder gibt es jemanden, der etwas investieren möchte und den haben wir das Leben nicht unnötig schwer zu machen. Es ist aber auch zu befürchten, dass viele Gemeinden in Kärnten, die mit Abwanderungstendenzen zu kämpfen haben und sogar massiv darunter leiden, nochmals vor neue Probleme gestellt werden.
Das kann ja nicht im Sinn des Erfinders sein. Gerade Gemeinden in diesen peripheren Lagen, in den Tälern, des abseits des Zentralraums und von den Städten werden hier ganz klar betroffen sein. Die neuen rechtlichen Regelungen drohen weiter aber auch dafür zu sorgen, dass wirtschaftliche Entwicklungen gerade auch in den Städten enorm erschwert werden. Thema neue Einkaufszentren, Erweiterungen von Einkaufszentren und ähnlichen Einrichtungen werden hiermit fast unmöglich gemacht. Für uns wird mit diesem Gesetz auch die persönlichen Rechte und hiermit insbesondere die Eigentumsrechte der Kärntnerinnen und Kärntner eingegriffen. Stichwort Rückwidmungen. Das ist überhaupt ein Lieblingsthema, Rückwidmungen. Hierbei drohen Prozesse und Streitigkeiten ohne Ende. Das ist vorprogrammiert und die Gemeinden, die Gemeinderäte, der Bürgermeister werden mit diesem neuen Problem sich konfrontieren müssen. Was ich nicht verstehe, warum man das Gesetz nicht im Vorfeld mit jeder einzelnen Gemeinde gesondert abgehandelt hat. Und speziell aus dem Wunsch der sozialdemokratischen Bürgermeister habe ich gehört, dass man sagt, was machen wir doch einen gemeinsamen Vorstoß, gehen alle Gemeinden zusammen und trauen wir uns, dass wir uns gegenüber der Regierung auch artikulieren. Das war, außer jetzt vom Gemeindebund, tun wir das einmal weg, aber der Bürgermeister per se hat sich das nicht getraut, Angst, sagt er mir ganz klar, vor Repressalien. Und wenn ich auch, naja, da kann man lachen, wie man will. Das weiß doch jeder, wenn man irgendeinen Landesrat da heute kritisiert oder ich kritisiere dich fair, sachlich, hoffentlich nicht beleidigend, dann kriegt er halt übermorgen nichts oder gibt es keinen Termin oder kein Gespräch. Das ist ja nicht so unbedingt neu, da brauchen wir das ja nicht neu erfinden. Besonders erzürnt es, ja, es ist so, Freunde, ihr wisst es selber aus eigener Erfahrung. Besonders erzürnt es mich, wenn von der SPÖ und der ÖVP das Gesetz so mit der Zuschreibung Vorreitercharakter beschrieben wird. Diese Adelung hat es nicht verdient. Man müsste echt eher von einem Nachteilcharakter sprechen. Da habe ich noch einen Punkt, Klagenfurt und Villach. Die beiden Zentralräume sind davon ausgenommen, haben keine Gültigkeit. Da brauche ich, glaube ich, nicht mehr oder nichts Näheres dazu ausführen. Für uns ist es klar, das neue Raumordnungsgesetz B und verhindert die wirtschaftliche Entwicklung und fördert die Abwanderung. Und deshalb können wir auf keinen Fall zustimmen. Verstehe aber auch, dass das jetzt erst nach der Gemeinderatswahl praktisch mit der Beschlussfassung hier wir uns damit beschäftigen müssen. In dem Sinne, danke fürs Zuhören.